Sammelt ihr irgendwas jetzt noch im Erwachsenenalter? Weil irgendwie als Kind hat man viel gesammelt. Und jetzt im Erwachsenenalter ist eher rare geworden. Macht ihr das? Oder was habt ihr früher so gesammelt? Willst du bei mir antworten? Weißt du das noch? Ich habe da so einen Keller-Thema. Ich weiß es bei dir, das stimmt. Ja, aber die anderen interessieren mich. Also du interessierst mich natürlich auch. Ganz nur schlimmer. Braucht die Bedenkzeit. Ich kann kurz. Ja, erzähl doch also kurz. Also Timo hat auch schon damit geholfen. Annika wollte damit helfen, ne, damit das, damit. Ich einfach nicht mehr bei mir gemeldet. Ja, ich bin mad. Der hat halt genervt. Ja. War immer die ganze Zeit im Urlaub. Mir ist langweilig. Kann ich dir helfen beim Umzug? Denn der Keller wird gerade aufgelöst. Das heißt, diese ganzen Massen an Spielen und Spielutensilien sind gerade in Bewegung auf jeden Fall. Was jetzt mich dazu geführt, also Videospiele sammle ich, alte Videospiele habe ich auch ganz lange gesammelt, ich glaube 2000 Stück oder sowas, ein bisschen über 2000 Stück in der Sammlung. Und ich merke jetzt gerade so dieses typische Sally-Thema, was die mal so schön in diese Runde geworfen hat. Und dieser Satz ist, glaube ich, bei uns allen hängen geblieben, dieses alles, was du besitzt, besitzt auch dich. Das ist ein Murat-Thema, der sagt es eigentlich immer. Und ich habe das jetzt dann schon gemerkt, dass ich so, ich habe ja, ich sag mal, drei Stellen, an denen ich lebe oder dann immer so, dass so meine Themen waren. Das ist einmal das Büro hier, da verbringe ich die meiste Zeit in meinem Leben. Dann ist es meine Wohnung, da verbringe ich so den Rest der Zeit meines Lebens. Und dieser Keller war dann eigentlich nur noch so ein Abstellthema. Und das habe ich jetzt dann komplett gesprengt, weil das halt einfach eine finanzielle Belastung ist, weil mein Vermieter wollte die Miete erhöhen und ich habe einen Untermieter, der auch das alles übernehmen würde. Also der nimmt jetzt schon die untere Etage, da ist ja, glaube ich, seit fast einem Jahr jetzt drin. Und da steht gerade an, habe mir aber darüber dann auch viele Gedanken gemacht, weil ich, du musst ja was sammeln, an dem du so Freude hast, weißt du, oder hattest dann damals. Und als ich jetzt auch immer die Sachen verpackt habe, habe ich schon gemerkt, das ist eigentlich ausschließlich gerade Ballast für mich. Also es ist alles gar kein Joy. Also ich habe also gar auch kein, nicht mehr, wenn du so Sachen siehst, wo du dir denkst, so. Überhaupt nicht, ne. Und deswegen tatsächlich auch ist es zumindest, also bei ein paar Sachen, die finde ich noch gut, aber die bringen mir nicht mehr Freude. Aber es kann auch eine Phase sein. Und bei vielen Dingen, ich habe halt total viel so Pressekits geschenkt bekommen, so von Nintendo oder CD Projekt, so Cyberpunk-Exclusive-Sachen mit so Statuen drin und so. Und zu denen habe ich halt gar kein Attachment. Und es war ganz lange bei mir, habe ich ja auch schon gesagt, ich habe damals immer, wenn ich einen schlechten Tag hatte, habe ich mir ein Videospiel gekauft. Damit habe ich das halt auch so connected so. Und das habe ich halt schon ganz lange nicht mehr, weil ich mich viel mit meinen Themen auseinandergesetzt habe. Und diese Sammlung an vielen Punkten erinnert mich halt auch immer an echt viel Schlechtes, was ich mir selber so zugefügt habe oder wo ich selber dann nicht offen war für Themen. Und ich glaube, daher kommt auch jetzt so viel und ich überlege tatsächlich, große Teile davon zu inserieren und nach jetzt auch zu verkaufen, weil ich gerne einfach ein bisschen Liquidität wieder hätte und auch mal so, ich sag mal, Quality-of-Life-Sachen gerne oder lieber sammle. Also ich habe immer zum Beispiel so 6, 7 Parfums, wie manch einer sagt. Und da würde ich gerne nochmal irgendwie ein paar neue Düfte dazu holen und irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen so meines Alters gemäße Klamotten auch mal so nach und nach in meinen Kleiderschrank mit aufnehmen, dass es nicht nur immer beige. Adidas und beige ist. Ja. Ist ja jetzt schon, sondern einfach irgendwie sowas, irgendwie so ein bisschen mal wieder ein Quality of Life Wohlfühl-Upgrade, was ich so eigentlich mit dem Geld, was da so liegt, gerne wieder aktivieren möchte. Aber so Sachen wie ein Fullset europäische N64-Spiele, die werde ich schon behalten. So, damit verbinde ich auch was Gutes. Das habe ich mit einem Freund zusammen gemacht. Er hat auch ein Fullset und das sind schon positive Aspekte. So, aber so ein paar Sachen, das ist einfach super unsinnig. Also ich habe so 40 PlayStation 1-Spiele. Ich habe davon, glaube ich, noch nicht mal eins aufgemacht. So. Und das ist dann nur noch Horden. Und eigentlich bin ich so aufgeräumt in vielen Themen, dass mich das mega gestresst hat. Jetzt mich in meinem Urlaub, das hat mich auch diese 2 Wochen jetzt immer noch beschäftigt, bin immer noch nicht durch, aber immer wieder damit konfrontiert zu werden, dass du irgendwo so einen Koffer hast, aber nicht so einen imaginären Koffer an Baggage, sondern ich habe halt wirklich 40 Umzugskartons Baggage. So, und dann noch Regale und dann noch Collectible-Sachen und dann noch irgendwelche Pressegeschenke, die dazugekommen ist. Also ich meine, Timo hat mir da den einen Tag mit meinem kleinen Bruder geholfen und die haben einen riesen Holzkarton Red Bull PS5 Promo-Package, wo ich eine PlayStation von Red Bull schaue, geht raus, dankeschön. Mio Mio trotzdem, sehr nice und besser. Aber ist auch nicht das gleiche Produkt. So.
Aber solche Sachen, ne? Dann sitze ich davor und dann sage ich so, ja, weiß ich nicht, ob ich sowas behalten möchte. Und dann kommen die beiden und die haben dann halt so eine Joy und sagen so, oh mein Gott, das ist übel sick. Mhm. Sowas habe ich noch nie gesehen, so PlayStation meets Red Bull. Das ist halt voll cool. So, und dann habe ich wieder auch Freude daran, aber eher, wenn andere sich freuen. Mhm. Deswegen, das ist jetzt gerade bei mir eingeschlummert, das ist jetzt sicher verstaut. Und das hat jetzt schon, ich sag mal, die ganze Sammlung hat den Weg jetzt schon nach Mönchengladbach gefunden. Und ich glaube, in den nächsten Jahren werden zumindest mal so Sachen, bei denen ich kein Attachment habe, den Weg finden ins Internet, dass die Leute das auch ersteigern können. Ja, verstehe ich. Wie ist bei euch? Soll ich mal weitermachen? Mach, gerne. Wie du willst. Also ich glaube, ich habe zwei Sachen, die ich sammle. Eine Sache sammle ich schon lange und das sind ja Bücher und auch mittlerweile Mangas. Liebe ja Bücher und ich hätte am liebsten eine riesige Bücherei. Mhm. Und da habe ich auch immer noch sehr viel Freude dran. Also ich gucke gerne mein Bücherregal an. Für mich sind auch Bücher, also viele kaufen sich ja mittlerweile E-Books, weil die Bücher gar nicht rumstehen haben wollen im Haus. Aber für mich sind auch Bücher sowas wie Dekoartikel. Mhm. Ich gucke die super gerne an und liebe das, die zu sammeln. Ich liebe den Geruch von Büchern, wie sie aussehen. Ich lese sie gerne, alles da dran. Du kotzt gerne auf Harry Potter. Ich kotze gerne auf Harry Potter, auf jeden Fall. aber was ich neu angefangen habe zu sammeln, und das ist, seit ich hier arbeite, sind Sachen von Drehs. Also ich schmeiß nichts weg. Ich habe noch die von Mittelalter-Restaurants, diese Krone, die wir mitbekommen haben. Ich habe noch vom Rock am Ring die Bändchen und die Ticketumhänger. Ich habe noch, eigentlich immer, wenn wir irgendwo was mitbekommen, dann habe ich das immer in so ein kleines Schublädchen reingemacht. Mhm. Und ich habe letztens auch dann schon zu Timo gesagt, eigentlich möchte ich das gern alles auch mal hier hinbringen und irgendwie am Arbeitsplatz dann so schön hinstellen. Einfach weil das irgendwie so diese Reise, die wir teilweise so durch die Videos immer erleben, ganz schön veranschaulicht und auch irgendwie, ich finde das ganz schön. Ich will die Sachen gar nicht wegschmeißen, auch wenn es meistens Trash ist, so, also so eine Pappkrone muss man ja nicht behalten, aber irgendwie finde ich es schön. Deswegen, die Sachen sammle ich und halt auch die Fotos dann, die wir immer machen, wenn wir mal alle zusammen unterwegs sind, die habe ich ja auch dann, so einen kleinen Mini-Drucker habe ich die ausgedruckt und an die Wand geklebt und das gehört für mich dann auch mit so in die Kategorie. Ich habe auch diese Hänger und Armbändchen, habe ich auch seit immer. Also ich habe mein erstes Gamescom-Ticket noch mit dem Anhänger in der Schublade von den Videos damals. Das habe ich alles auch. War ja auch mein erster Gamescom Beispiel letztes Jahr. Deswegen sehr viele schöne Erinnerungen, deswegen sammle ich das. Wie sieht es bei euch aus? Gut. Ja? Ja. Ich überlege die ganze Zeit. Ich glaube, so richtig sammeln, so wie du die Videospiele oder du deine Sachen, tue ich, glaube ich, nichts. Also, weißt du, dass man wirklich so, wenn man richtig sammelt, dann, das ist ja wie so ein Hobby, weißt du? Und dann gehst du teilweise auch so ein bisschen auf die Suche danach und irgendwie sowas. Und zum Beispiel Bücher mag ich auch super gerne. Aber die habe ich einfach, weil ich sie gerne lese und gerne physisch habe. Und dann kommen die in mein Bücherregal und dann war es das. Aber die sammle ich nicht. Und bei so Sachen von irgendwie Drehs oder so, ich behalte so, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, ich behalte so Sachen, nicht alles, weil ich bin so ein Aussortierer. Ich sortiere unheimlich gerne aus und spende, verkaufe, schmeiße alten Kram weg. Sowas. Ich liebe aussortieren. Als wir Mülldeponie gemacht haben, auch, war wieder gute Zeit. Einfach, gib mir Müll, sag das. Ich habe einen geilen Tag, wirklich. Ja, same. Ne? Ja. Und, das war echt gut. Deshalb so Erinnerungen vielleicht. Ich habe so eine Erinnerungskiste, da kommen so besondere Sachen ab und an mal rein, aber das, also das passiert so nebenbei. Weißt du, das sammle ich nicht. Ich glaube, ich bin einfach kein Sammler. Das Einzige, was mir eingefallen ist, sind meine Analogbilder. Die habe ich alle in einem großen Ordner und die mache ich halt. Auch wenn ich selten die Negative abhole. Ich sammle die digital und habe sie alle da, weil ich immer sehr gerne durch alte Bilder nochmal durchgucke. So. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das war's. Als Kind irgendwie mehr, aber auch nicht so richtig. Ich wollte mal Briefmarken sammeln, dann war mir das zu anstrengend. Ich weiß noch, da war ich mit meinem Papa aus so einer Briefmarkenbörse und das war nur stressig, Alter. Es war nur stressig, sich durch diese Berge von kleinen Papierfitzelchen, wo du diese 10-mal in die Finger schneidest. Mm. Das fand ich nur schlimm. Dann habe ich mal so Euros gesammelt. Ich hatte so ein Euro-Buch, als der Euro neu war, von Diddle. Irgendwann war ich knapp bei Kasse und habe alles ausgegeben. Schnell alles. Und dann gab es ja, also Diddle war mal eine Zeit lang so ein Sammelthema.
Diddle war auch. Die habe ich verschenkt irgendwann. Ich bin so dumm, die wären so viel wert gewesen heute. Ich habe die voll. Ich habe die Ordnerweise, ich hatte die alle, ich hatte die in Folien, ich hatte die mit Geruch. Ich habe die. Aber können wir mal kurz festhalten, wie merkwürdig das Phänomen Diddle-Maus war? Ja. Das ist so, das hat so gar keinen Inhalt gehabt. Das war nicht von einer geilen Serie, aber das war nur so, das war das erste Mal so dieses Mouth-to-Mouth so auf so einem Schulhof. Jeder hatte das. Diddle, cool. Also, was hast du für eine blau? Und dann war so, hey, warum ist es wichtig, dass ich blau habe? Und alle hatten das so Grundschule irgendwie und danach wurde es sehr uncool und dann ist man übergegangen in so Anime, Pokémon, Dragon Ball Sachen. Dann kam von Dragon Ball die Mangas, haben manche dann gemacht. Die habe ich auch noch alle, die OG, die 42 Stück, die habe ich alle zu Hause stehen. Und dann ging das nämlich weiter mit so Pokémon-Karten. Yu-Gi-Oh! Und so. Ja, aber Diddle-Blätter, da habe ich teilweise dann irgendwann, weil ich diesen Ordner nicht mehr haben wollte, habe ich diese Blätter benutzt, um Leuten so, wenn ich denen was geschrieben habe oder für Geburtstag oder sowas, habe ich dann diese Diddle-Blätter genommen und das da drauf geschrieben. Jetzt im Nachhinein ist es so richtig dumm. Ja, aber ich wollte die einfach benutzen, weil ich mir irgendwann dachte, du hast jetzt seit 10 Jahren diesen Diddle-Ordner in deinem Schrank. Der duftet und stinkt unterm Bett. Immer auch mit Klarsichtfolie, so jedes einzelne Diddle-Blatt und dann irgendwann dachte ich mir, also das war wirklich auch ein heftiges Wort. Das einfach, Diddle. Es gab ja noch die zweite Generation, diesen Pimboli. Pimboli war der Bär. Ich hatte auch so Diddle-Figuren, die habe ich dann auch mal so gesammelt, aber die waren voll teuer. Dann hat man immer so zu jedem Geburtstag so eine Diddle-Figur gekriegt. Und wenn du Kindergeburtstag gefeiert hast, dann haben so alle deine Schulfreunde zusammengelegt für so eine Diddle-Ballerina. Ich glaube, in irgendeiner Kiste bei meinen Eltern fliegt die auch noch rum. Diddle-Lina, Diddle und Diddle-Lina. Und Pimboli. Diddle-Lina, ey. Richtig schlechte Herr der Ringe Universum. Diddle-Maus, Diddle-Lina, Diddle-Arthur, Pimboli. Also da wirklich so, als wäre da irgendwie so, ja, wir haben eigentlich das Herr der Ringe Universum aufgebaut. Ja. Die Dudes sind aber aussortiert worden, haben dann das Diddle-Universum angefangen. Und meinen so, ja, wir machen jetzt hier den großen Sauron. Wer ist der Gegenspieler? Wer ist der Antagonist? Pumboli. Keiner weiß. Ja, das war auf jeden Fall ein Ding und ich habe sie verschenkt und ich bin mad da drüber. Top-Folgentitel übrigens, einfach nur Diddle. Diddle. Ja. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich kurz noch erwähnen muss. Alle Leute haben, wie hieß das? Hieß nicht Piccolini. Wie heißen die Klebebilder? Panini. Piccolini, Junge. Das sind doch die Mini-Piccolini. Ich habe Piccolinis gesammelt. Käse-Schinken, mein Favorite. Hast du noch eingefroren oder schon? Lass mich in Ruhe. Also, ich habe die Panini-Bilder. Alle haben, es war so WM 2006, ich erinnere mich, und nicht Piccolini. Wie heißen die denn? Panini. Panini ist doch auch ein Brot. Ja, Panini ist auch. Kleines Piccolönchen und Piccolini. Ist ein guter Abend, sage ich dir. Boah, das ist mein Abend. Jeder hat diese Klebebilder gesammelt und alle haben sich getroffen, um die zu tauschen. Das war für mich ein Gruppenzwang. Ich habe mich unter Stress gesetzt gefühlt, weil meine Eltern waren dann halt auch so für Gerrit und so, die haben dann immer so alle Kinder aus der Nachbarschaft eingeladen, wir hatten einen relativ großen Garten, da hat man sich dann so hingesetzt, man so einer Bierbank und es gab so eine Limo und ein Wasser und Papa hat irgendwie eine Wurst auf den Grill geschmissen. Und dann wurde so getauscht, das waren so wie so kleine Tauschpartys und alle hatten eine geile Zeit, aber ich habe gar keinen Bock auf Fußball gehabt, aber ich wollte irgendwie auch mitmachen so und dann gab es zeitgleich, weil Harry Potter 4 rausgekommen ist, gab es Harry Potter Panini. Junge. Harry Potter Panini-Bilder. Und das habe ich geliebt. Und das war eine Religion für mich. So wie Süßigkeiten für Dustin waren diese Panini. Oh Mann, waren diese Panini-Bilder. Nimm zwei, sag einfach nimm zwei. Waren diese Klebebildchen von Harry Potter, waren halt für mich das Ding. Aber niemand außer mir hatte die. Ich habe die gesammelt und ich habe geklebt ohne Ende. Wunde Daumen hatte ich an beiden Seiten. Wirklich einfach von diesem geil Packung auf, fahrt's rein damit. Und dann hatte ich irgendwann so viele, aber dass ich sie alle doppelt hatte und ich hatte niemanden zum Tauschen. Ich habe an so einem Tischende gesessen, während alle so, oh mein Gott, keine Ahnung, Thomas Müller, was weiß ich. Michael Ballack, keiner weiß so. Und es war richtig schlimm. Und keiner wollte mit mir tauschen. Und das Kannst du Michael Ballack gegen meinen Hermine haben? Ich hab das Album auch noch. In meiner Erinnerungskiste. Guck, sehr gut. Ja. Die verbuddeln wir mal in so einem Park und dann kommen wir in 10 Jahren wieder. Ja, ich wollte nur sagen, das war ein kurzes Trauma für mich. Jetzt habe ich hier drüber geredet, das ist jetzt aufgearbeitet. Was willst du denn? Also ich lasse mich halt ultra schnell von verschiedensten Dingen begeistern. Also ich habe halt früher Pokémon, Yu-Gi-Oh! Alles mögliche halt wirklich gesammelt. Auch so Panini-Bilder, aber auch nur aus Gruppenzwang. Weil Piccolini-Bilder natürlich. Ich dich jetzt gezwungen, Mangas zu sammeln? Nee, das habe ich. Ich habe früher auch schon die Dragon Ball-Bücher, also die Mangas halt gehabt. Aber nicht alle, nur so ein Teil, weil dann
habe ich gemerkt, so, ich mag Lesen halt gar nicht. Da waren Bilder drin, ist doch super. Ja. Muss doch nicht lesen, ich habe immer ein paar Sachen geskippt irgendwann. Einfach so 7 Bücher ausgelassen, weil eh nur geschrien wird. Ich habe die irgendwann auf Toilette gelegt, dann hat es wenigstens was zu tun, ja, okay. Gab noch kein Smartphone, ne? Also. Ja, also ich sammle halt... Kamehameha. Kamehameha. Könnte ich mir richtig reinversetzen. Also ich sammle heutzutage immer noch Pokémon und Magic the Gathering. Immer, ich habe eine Regel, wenn ich mich mit meinem besten Freund aus der Heimat halt treffe, dann gehen wir in GameStop, kaufen jeweils für den anderen ein Booster-Pack. Und wer die beste Karte, also bessere Karte von den Stats halt drin hat, der gewinnt und der Verlierer muss ihm dann noch ein Booster-Pack kaufen, so als kleine... Bei Magic? Ja, bei Magic oder halt Pokémon, je nachdem. Ach krass, okay. Einen kleinen Black Lotus mal. Ja, den gibt's ja nicht mehr so. Ja, also vielleicht also, mal schnell aus dem Shop einen mitgehen lassen. Kostet ja nur ein paar Millionen. Zwischenschmuggeln. Kostet ja nur ein paar Millionchen, je nachdem, welchen Zustand, ne? Nee, ich habe zu Hause halt Ordner, also von Magic the Gathering. Da sind halt, keine Ahnung, Karten drin, die haben safe 8.000, 9.000 Euro wert oder sowas Magic mittlerweile. Ist krass. Magic ist krass. Ich habe mal so einen Investment-Magic-Typen auf YouTube verfolgt, der hat irgendwie so 400.000 Abos. Das ist ein Kartenspiel, falls du das Ja, ich wollte fragen, was es ist. Es ist eins der ersten größten Fantasy-Kartenspiele. Ist riesig. Ich habe aber erst sau spät von erfahren. So. Hat Dennis damals gemacht, mein älterer Bruder. Und deswegen wusste ich das auch nur. Und da gibt es jetzt wirklich so einen, der hat, glaube ich, 400.000 Abonnenten. Der heißt, glaube ich, auch Magic Investment oder so. Und der kauft dann immer so die neuen Kollektionen und verkauft die dann 5-6 Jahre später und hat halt irgendwie in seinem Haus den ganzen Keller so bis zur Decke hoch, immer mit tausenden Sets und dann so Graphen und dann analysiert er das und dieser Black Lotus oder so, das ist so mit die seltenste Karte, die es irgendwie gibt. Und die Dinger gehen halt, wenn die gegradet sind, also wie bei diesen Videospielen so nach, oder auch bei Pokémon-Karten, was ja auch ein großes Thema, hat man sicherlich da auch mitbekommen. Wenn die so sehr gut erhalten sind, dann haben die schon einen guten 7-stelligen Betrag auf jeden Fall. Nur für so eine Karte von so einem Spiel. Und das kannst du halt auch kompetitiv spielen und deswegen ist das halt auch so langlebig, weil das halt wirklich inhaltlich sehr stark ist, um das zu zocken, also super taktisch. Und es wird halt auch jedes Mal irgendwie, kommen halt nochmal so neue Funktionen, sag ich jetzt mal, innerhalb dieses Spiels halt dazu und so, das ist halt crazy. Ja, Pokémon ist immer das gleiche so gefühlt, aber die entwickeln sich dann halt immer so extrem weiter und haben auch riesige Turniere immer. Krass, das ist cool. Und was ich noch früher gesammelt habe, es gab mal so eine Zeitschrift, weil ich halt Biologie ich schon immer gemocht habe, auch Insekten und Tiere generell halt. Da gab es halt so in so Glas halt, so Insekten halt quasi eingeschlossen. Also nicht lebende natürlich, so Skarabäus, Hirschkäfer und sowas. Und da gab es halt, das war halt so auch so ein Abo-Modell quasi. Da konntest du dann jede Woche konntest du so eine Tankstelle gehen, dir so eine Zeitschrift holen. Was ist denn jetzt los? Jetzt sind jetzt zwei Minuten. Okay, okay. Ich habe jetzt schon Angst, ich bin wieder blöd wahrscheinlich. Nein, Timo! Mein Lieber, Karabäus. Nee, ich fand das halt ultra faszinierend, mir die halt anzuschauen und sowas. Ich wollte ja auch ganz lange Zeit Biologe werden und alles und mich halt generell so mit der Tierwelt und allem auseinandersetzen. Und halt jetzt bist du hier. Biologie für nicht fortgeschrittene. Ja, jetzt habe ich halt zu Hause bei meinen Eltern auf dem Dachboden irgendwie so riesen Kisten, wo halt so ganz viele tote Insekten in so Glas drin sind. Also halt wie so ein... Mein Halbtraum. Ich weiß nicht, wie man das erklärt. Also es ist halt jetzt nicht, dass man das aufmachen könnte oder sowas. Das ist halt wirklich so ein massiver Glasblock, in dem das Ding halt drin so ist. So Epoxidharz. Ne? Ja, so, sowas quasi. Ja, fand ich immer ganz witzig. So, und was jetzt Leute, los? Hattet ihr als Kind auch diese Becherlupe? Hattet ihr Oh mein Gott, diese Becherlupe. Ja. Wo man dann immer so Insekten gesammelt hat damit. Mit einem roten Deckel und eine grüne Lupe. Ja, und so eine grüne Lupe. Also es war so wie so ein Pipi-Becher vom Arzt mit so einem Schraubding. Und da war so eine grüne Lupe da drauf. Und dann konntest du damit so Insekten sammeln oder Gras oder sowas. Ja. Und dann immer oben reingucken, dann halt so vergrößert. Wir sind so viele Tiere da drin verendet. In dieser fucking Becherlupe. Weil man immer gesagt hat, nö, den Marienkäfer lasse ich später wieder frei. Und dann war Fliegi irgendwann tot. Und dann Pünktchen. Junge, was ich alles in diese Becherlupe gestopft habe, das kannst du gar nicht sehen. Oh, da habe ich eine Geschichte mehr rein. Gerrit war nicht mein einziger Bruder. Der andere ist in der Becherlupe. Föti, der ist in der Becherlupe fallen. Er ist mal eine Diddelmaus reingestopft in der Becherlupe, ey. Scheiße, ey, man hat einmal den Spinn vergessen. Ich hatte das Thema mit Schnecken früher. Also ich mochte als Kind sehr gerne Schnecken. Ich habe Schnecken gesammelt. Nacktschnecke oder mit Häuschen? Mit Häuschen. In der Becherlupe? Nee, also dann habe ich die dann da gesammelt und ich hatte so ein kleines Schneckenterrarium. Bah. Aber das Problem war, ich habe mich da so nicht wirklich drum gekümmert und irgendwann, oh Gott,
Oh Mann. Irgendwann habe ich halt so, wie man als Kind halt ist, man verliert so Interesse und man weiß einfach nicht mehr, dass das existiert, bis man irgendwann ein halbes Jahr später zurück auf den Balkon geht und es findet. Also ich habe es im Spind so gelassen, Deckel, naja, Sommerferien. Ja, und dann war es nur noch so braune Matsch. Oh Gott. Und da waren so viele Schnecken drin, es tat mir so leid im Nachhinein. Okay, ich hatte meine Becherlupe ist gar nichts dagegen. Ich hatte bestimmt so 100 Schnecken in diesem Terrarium, ich habe es einfach vergessen, sie sind alle auf meinem Balkon verendet. Digga, Alter, was das für ein Leben hat. Die waren wie diese eine Serie, wo auf einmal so eine Stadt eingesperrt wird in so einem... diese Kuppel. Ja, wie hieß die Kacke nochmal? Die hieß doch The Dome oder so? The Dome, ja, genau. War auch gut in Düsseldorf, aber auch tolle Serie. The Dome. Geht ihr Wochenende auch The Dome? Nein. Später Bootshaus? So war das. Blümchen und dann hat es immer geregnet und die sind so, ich komme die Wand nicht hoch. Aber das Problem ist, deren Thematik wurde nie gelöst. Die sind einfach in einer braunen Suppe verendet dann. Ja. Mann, oh, der erste ist so gestorben, da ist eine richtige Massenpanik ausgebrochen. Oh mein Gott, Jeremy, probier die Wand hoch zu glipschen. Nein. Und dann sind die mal abgefallen, rückwärts runter. Nein. Annika hat aus Sicherheit oben wahrscheinlich nur so einen Salzrand rumgemacht, dass keiner rauskommt. Oh, ja. Oh mein Gott. Ein Big Margarita Glass. So gemein war ich nun auch nicht. Ah, ja. Scheiße. Da kommen Erinnerungen hoch. Annika hat auf Evolution gehofft. Dann wurde so gestreut im Winter einfach. Die waren draußen und dann ist das ganze Straßensalz so da reingegangen, wenn ein Auto zu schnell vorbeigefahren ist. Oh Gott, ey. Oh. Auf einmal kommt so ätzende, nasse Luft auf einmal in deinen Lebensraum, in deinen Dome, ey. Nein, Schnecki. Das ist halt wie so eine riesen Brotdose mit so Löchern oben drin für Luft gewesen. Och nee, oh, ey. Und dann auch noch so gezielt unter den Löchern. Passt auf, tagsüber. In der Nacht kam der Salz. Der Salzregen. Es kam in der Nacht. Oh mein Gott. Gewacht. Ja, RIP an deine Schnecki auf jeden Fall. RIP ey, an Schnecki 1, 2 bis 100, ey, sag ich, ey. Scheiße. Schnecki, Schneckchen, ey. Mir ist heute leid. Ja, das hast du beerdigt? Schnecken gesammelt hast du. Wenn du 100 Schnecken hast, hast du eigentlich auch mal Schnecken gesammelt. Ja. Auch ein weirder Titel, ey. Schneckensammler. Ja. Apropos weirder Titel, kriegt ihr auch die ganze Zeit die TikTok-Werbung mit diesen Medaillen, die man für Sportabzeichen machen kann? Nein. Dass man sich da, das ist so eine Webseite und da kannst du dich eintragen und die haben so Sport-Challenges und da kannst du dann auch sozusagen, wie wir das machen, das so tracken und dann kriegst du so Medaillen. Wenn du zum Beispiel 10 Kilometer gelaufen bist, dann schicken die dir eine Medaille zu, die du dann sammeln kannst, so als Anreiz. Finde ich ganz nett, du. Da habe ich jetzt das möchte ich nicht kaufen. Da habe ich jetzt was zugesehen, also im Herr der Ringe-Stil quasi, dass du dann, ich kenne mich so krass jetzt nicht bei Herr der Ringe aus, aber wenn du halt irgendwie so und so viele Meilen halt gelaufen bist, dann hast du quasi, keine Ahnung, bis nach Moria gelaufen, so nach dem Motto. Bis nach Gondor. Ja, hast du halt so eine Medaille halt in dem Stil dann gekriegt. Ah, das ist aber cool. Ja, das ist tatsächlich nice. Und war auch sehr euphorisch gerade, wie du das gesagt hast. Das ist ja cool. Sehr cool, toll. Denk immer noch an die Schneckis. Ein oder andere Schnecki, die nochmal gelitten hat. Ja. Heribert der Zweite.